Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Maus. Maus. Aber das ist Englisch, oder? Wie heißt das auf Deutsch? Maus ist auch Deutsch. Ah, und wie schreibt man das? M-A-U-S. M-A-U-S. Ach so, danke schön. Bitte. Das ist ein Tablet. Das ist ein Stuhl. Das ist eine Tasche. Das ist ein Buch. Das ist ein Stift. Das ist ein Handy. Das ist ein Computer. Das ist eine Maus.
Ist das ein Lehrer? Nein, das ist kein Lehrer, das ist eine Lehrerin. Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Das ist ein Heft. Ist das ein Handy? Nein, das ist kein Handy, das ist ein Tablet. Ist das ein Foto?
Ist das ein Bildschirm? Nein, das ist eine Tafel. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Kuli. Ist das ein Bleistift? Ja, das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist eine Uhr. Was machst du da? Lernst du? Nein, ich lese E-Mails. Und was machst du? Ich höre Musik. R-U-C-K-S-A-C-K. B-L-E-I-S-T I F T H A N D Y
Wo ist meine Tasche? Ist das deine Tasche? Nein, das ist nicht meine Tasche. Das ist meine Tasche. Hier ist meine Tasche. Deine Tasche ist schön. Danke. Ist die neu? Nein, die Tasche ist nicht neu. Die ist sehr alt. Wo ist meine Tasche? Ist das deine Tasche? Nein, das ist nicht meine Tasche. Das ist meine Tasche. Hier ist meine Tasche. Deine Tasche ist schön. Danke. Ist die neu? Nein, die Tasche ist nicht neu. Die ist sehr alt. Ist das ein Bleistift?
Hier ist meine Tasche. Deine Tasche ist schön. Danke. Ist die neu? Nein. Die Tasche ist nicht neu. Die ist sehr alt. Hier ist ein Handy. Das Handy ist alt. Hier ist auch ein Handy. Das Handy ist neu. Hier ist ein Bildschirm. Der Bildschirm ist groß. Hier ist noch ein Bildschirm. Der Bildschirm ist klein. Hier ist eine Tasche. Die Tasche ist schön. Der Drucker. Das Wort. Die Übung.
Dein Deutsch ist gut. Danke. Wie ist das Buch? Sehr interessant. Ist der Laptop neu? Ja, der ist neu. Ist die Übung schwierig? Nein, einfach. Ist der Satz falsch? Nein, der Satz ist richtig. Was kostet der Papierkorb? 4,50 €. Die Tasche ist schön. Was kostet sie? 12 €. Sagen wir 9 €? 10. Okay. Die Tasche ist kaputt. Mein Laptop ist alt.
Ist das Buch interessant? Der Rucksack ist schön. Hallo, Raphael. Wie geht's? Es geht mir gut. Danke. Und wie geht's dir? Auch gut. Wow, du sprichst ja jetzt schon richtig gut Deutsch. Ja, danke. Ich mache jetzt einen Deutschkurs. Super. Wo denn? An der VHS? Wie bitte? Lernst du an der Volkshochschule? Ja, genau. Hallo, Raphael. Wie geht's? Es geht mir gut. Danke. Und wie geht's dir? Auch gut. Wow, du sprichst ja jetzt schon richtig gut Deutsch. Ja, danke. Ich mache jetzt einen Deutschkurs. Super. Lernst du an der Volkshochschule? Ja, genau. Wir machen jetzt einen Deutschkurs. Super. Wo denn? Bei der VHS? Wie bitte? Lernt ihr an der Volkshochschule? Ich mache jetzt einen Deutschkurs. Super. Wo denn? An der VHS? Wie bitte? Lernst du an der Volkshochschule? Ja, genau.
Du sprichst gut Deutsch. Danke. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich mache jetzt einen Deutschkurs. Super. Und wie geht es Jamal? Gut. Er ist auch im Deutschkurs, in B2. Er spricht gut. Aber zu Hause sprecht ihr Dari, oder? Ja, zu Hause sprechen wir immer Dari. Hören Sie. Schreiben Sie. Sprechen Sie nach. Klicken Sie an. Markieren Sie. Ergänzen Sie. Ergänzen Sie. Sprechen Sie nach. Klicken Sie an. Hören Sie.
Montag, Dienstag. Mittwoch, Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Heute ist Freitag. Vorgestern war Mittwoch. Gestern war Donnerstag. Morgen ist Samstag. Übermorgen ist Sonntag. Entschuldigung, wann beginnt der Deutschkurs? Übermorgen. Wie bitte? Übermorgen, am Mittwoch. Lernst du an der Volkshochschule? Wie bitte?
Guten Tag, mein Name ist Yaciolu. Ist Herr Schneider da, bitte? Guten Tag, Herr, ja. Entschuldigung, wie ist der Name? Ich buchstabiere. Yaciolu. Ah, Herr Yaciolu. Wie bitte? Entschuldigung, ich spreche nicht gut Deutsch. Zigarette? Nein, danke, ich rauche nicht. Ist Herr Schneider da? Es tut mir leid, er ist nicht da. Zigarette? Nein, danke. Ich rauche nicht. Ist Herr Schneider da? Es tut mir leid. Er ist nicht da. Wie bitte? Entschuldigung, ich spreche nicht gut Deutsch.
Was macht ihr? Du sprichst gut Deutsch. Wann beginnt der Deutschkurs? Hallo, herzlich willkommen bei Nasrins Welt. Heute zeige ich euch, wie ich neue Wörter mit den Artikeln der, die, das lerne. Zuerst schreibe ich das Wort mit Artikel auf einen Klebezettel und dann klebe ich den Zettel an einen Gegenstand. Seht ihr? Der Stuhl. Hier ist die Wand. Und dort das Fenster.
Das ist der Tisch. Und hier die Uhr. Und dann gibt es hier noch das Buch, die Brille, das Handy, die Tasche und der Schlüssel. Oh, hallo Mina. Du bist die Tochter. Und hier ist die Kamera. Hallo? Seht ihr mich noch? Also dann, viel Spaß beim Lernen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Nasrin.